Ja, hallo meine lieben Damen und Herren und willkommen zum Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Ich bin's, euer Gastgeber Sascha Wright, Rechtsanwalt von Beruf, und ja, ich bin hier, um euch durch das gesamte Let's Play durchzuführen, ne? Zu führen, wie das halt abläuft und so. Und ja, viele kennen mich natürlich unter dem Namen Phoenix Wright, aber das ist eher mein Alias-Name, ne? Nennt mich einfach Sascha Wright, das reicht aus. Ja, Really Link hatte schon damit angefangen, mit diesem Let's Play, sagen wir es mal so. Und ja, ich natürlich setze jetzt das Let's Play hier fort, ne? Also, ich habe schon sehr viele Gerichtsverhandlungen vor mir, hinter mir gehabt, weißt du? Und natürlich kommen noch sehr viele vor mir. Ja, und finde ich schon krass, dass das in einem Videospiel umgesetzt worden ist, wenn ihr meine Meinung wissen wollt, meine lieben, ja, Damen und Herren. Und ja, ich denke mal, wir starten dann auch dann mit dem Let's Play, beziehungsweise setzen wir das fort, wo Really Link zuletzt stehen geblieben ist, ne? Really Link hat mir auch erwähnt, ich sollte euch, liebe Zuschauer, als Bros und Bosins bezeichnen. Also, meine lieben Damen und Herren, wenn euch das nichts ausmacht, werde ich euch so benennen. Und ja, in der Hinsicht starten wir dann, meine lieben Bros und Bosins, in der Hinsicht mit dem Let's Play. Und ja, dann schauen wir mal, wo er zuletzt stehen geblieben ist, ne? Ich habe natürlich meine alte Kleidung nochmal an, nicht die aktuelle Kleidung. Ja, damit es halt auch einigermaßen passt, weil als ich begonnen habe, da hatte ich dieselbe Kleidung wie diese gehabt. Und ja, passt halt in meinen Augen. Beziehungsweise Really Link hat das auch erwähnt, also ja. Genau. Gut, dann denke mal, starten wir mal. Spiel laden. Alter, am 18. Juni hat er zuletzt angefangen. Episode 2, Wandel der Schwestern, hä? Okay, alles klar. Wandel der Schwestern. Jo, starten wir mal. So. Wink, okay. Erstmal solche Soundeffekte, ist klar. So. Hallo? Hier ist Maya. Ah, Maya, ich kenne sie. Ja, ja, okay, das ist meine Freundin übrigens. Schon lustig. Ja. Hallo, hier ist Maya. Hallo, Maya, ich bin's. Oh, Mia, oh, Mensch, ich vermisse sie. Oh, Mensch. Ja, okay. Ja. Hallo, Maya, ich bin's. Mia, jetzt muss ich, okay, alles klar, gibt es kein Voice Acting, muss ich anscheinend selber reden, okay, ja, ich hoffe, es stört euch nicht, meine lieben Bros-Musins, aber ja, okay. Was gibt's? Du hast dich ja länger nicht mehr bei mir gemeldet. Tut mir leid, ich hatte so viel zu tun. Wie geht's dir? Naja, ich bin einsam und du bist schuld. Okay. Nein, ich mag nur Spaß. Mir geht's super. Ich gewöhne mich endlich dran, eine eigene Wohnung zu haben. Ah ja, damals, ich erinnere mich. Hat sie mir auch erzählt. Oh Mensch, ey, das ist schon so viele Jahre her. Schon krass, aber okay. Das freut mich. Eigentlich rufe ich an, weil ich dich um einen Gefallen bitten möchte. Ja, ja, ich weiß. Du willst, dass ich Beweismittel für dich aufbewahre. Schlau wie eh und je. Der bevorstehende Prozess sorgt für viel Aufregung. Ich glaube nicht, dass es sicher ist, die Beweise hier aufzubewahren. Ich verstehe. Was ist es denn diesmal? Es ist eine Uhr. Aha, eine Uhr. Ja, sie sieht aus wie diese Statue, der Denker. Und sie sagt die Uhrzeit an. Alter, das ist noch dieser Beweismittel, ne, von meinem guten Freund Larry Butts. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere ihn kennt oder schon bestimmt im vorigen Video. Habt ihr den gesehen? Ne? Ich dachte, sie gefällt dir vielleicht. Spielzeug hast du schon immer gemacht. Spielzeug war sehr witzig. Okay. Ich Schwester Herz, ich bin doch kein kleines Mädchen mehr. Ganz ruhig, ich ärgere dich doch nur ein bisschen. Oh, ich sollte dir noch sagen, dass die Uhr zurzeit nicht spricht. Was? Sie funktioniert nicht? Wie schade. Ich musste das Uhrwerk rausnehmen. Tut mir leid. Oh, okay. Naja, ich erinnere mich. Ich habe dafür ein paar Dokumente reingesteckt. Dokumente? Das sind doch also die Beweismittel. Nun, es besteht die Möglichkeit, dass es dazu kommen könnte, ja. Kannst du heute Abend im Büro vorbeikommen, gegen 21 Uhr, um sie abzuholen? Davor bin ich bei einer Vorverhandlung. Okay, Schwesterherz. Aber ich erwarte ein Abendessen dafür. Irgendwas Gutes. Wie zum Beispiel Burger. Ich hätte richtig Lust auf einen guten Burger. Das ist wieder typisch Maya. Okay. Okay, okay. Wir gehen in unseren üblichen Laden. Alles klar. Abgemacht. Okay, Schwesterherz. Bis bald. Ja, ich warte auf dich, Maya. Okay. Aufgezeichnetes Gespräch, 5. September, 9.27 Uhr. Oh, und dieses Gespräch wird später doch mal in einem Prozess sehr wichtig sein. Okay. Krass.
Oh, da ist unser Büro. Sehr gut. Okay. Da seht ihr schon. Aber es Kanzlei Fay und Partner. Okay. Fay und Partner. Ah ja, früher hieß es Fay und Partner. Ja, genau. Mittlerweile heißt es anders, aber. Ist nach mir benannt worden, aber ja. Das kommen wir alles nach und nach. Also keine Sorge, mein Lieben, was Museen tun, ja. Gut, also Frau Fay, ich werde mir jetzt nehmen, was mir gehört. Die Dokumente. Was zum? Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht geben, was ich nicht habe. Frau Fay, Sie sind eine armselige Lügnerin. Ich kann es doch sehen, dort drüben. Das muss der Denker sein, der diese Dokumente verschluckt hat. Woher wissen Sie das? Wissen Sie denn gar nichts über mich? Die Beschaffung von Informationen ist mein Geschäft. Verstehen Sie? Oh mein Gott, okay. Ist das, oh Gott, ich weiß schon, ich glaube eine Vermutung, wer das ist. Mal gucken. Ich hätte vorsichtiger sein müssen. Meine liebe Frau Fay, es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich fürchte, ich muss Sie um noch eines bitten. Um Ihr ewiges Schweigen. Leben Sie wohl, Frau Fay. What? Oh nein! What? Der Denker, okay. Alter, okay. Okay, das ist jetzt für mich auch neu, weil ich das zum ersten Mal live sehe, was passiert ist. Ja, Red, White, Blue. Okay, genau. Alter, der Typ, den ihr gerade gesehen habt, das war Red, White. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Deren Ernst, da hat man Mentor und sofort eiskalt gekillt, weißt du. Ah, so viel dazu. Oh, ich bin später an, ja. Genau. Jetzt... Ich wusste nicht, dass man alles, was ich damals gesagt habe, hier auch aufzeichnet in dem Spiel. Sehr schön. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid, dass ich damals auch spät gekommen bin. Egal. Nano, das ist merkwürdig. Die Chefin muss doch schon nach Hause gegangen sein. Ja, das hatte ich mir auch damals gedacht. Sie sagte, ihre Schwester käme vorbei und dass wir alle essen gehen wollen. Ah, genau. Ich nämlich. Was ist das für ein Gerücht? Oh, Alter, als ich das zum ersten Mal gerochen habe. Ja, genau. Blut? Mia! Vielleicht ist sie in ihrem Büro. Ja, sofort eiskalt auf ins Büro. Dieser Geruch. Blut. Was zum... Wer weiter? Schwesterherz. Das ist... Da ist jemand. Chefin? Chefin? Chefin! Ja. Jetzt wirst du Bescheid. Meine lieben Zuschauer. Das ist unfassbar. Wer sind Sie? Das ist übrigens Maya Fay. Okay. Super. Ja. Das Mädchen ist ohnmächtig geworden. Ich ließ sie auf dem Bürosofa zurück. Ich ging zur Chefin zurück. Sie lag dort unter dem Fenster. Genau. Könnt ihr das vorstellen? Meine Mentorin, Chefin eher in der Hinsicht, dann wie das Spiel es eher bezeichnet. Ja. Ihr Körper war noch warm. Das konnte ich fühlen, als ich ihre Schulter berührte. Dann, viel zu schnell, begann die Wärme zu verschwinden. Oh, das war so schockierend, es mitzuerleben. Das war schrecklich, ey. Bis sie schließlich kalt war. Ja, genau. Alter, ey. Okay. Chefin, wie konnte das bloß passieren? Das ist ja nicht zu fassen. Okay. Lass mal halt hier untersuchen. Was haben wir denn erstmal hier? Trockenes Blutklipper. Was für eine Ironie, dass sie schon wieder zur Mordwaffe wurde. Dankeschön, Larry. Ach man, ey. Okay, was haben wir hier? Ganz viele Glasscheren, ne? Also die Glasscheren sind auf dem Boden verteilt. Okay, sie stammt scheinbar von einer gläsernen Stehlampe. Und natürlich die Chefin. Chefin, schlimm sie zu sehen. Aber falls es hier irgendwelche Spuren gibt, sie bekam mit einem stumpfen Gegenstand einen Schlag auf den Kopf. Ja, ja, ich musste dich extra gucken am Kopf genau, was da los ist. Und ja, also seht ihr, sie war vermutlich sofort tot. Ja, das war meine Vermutung damals gewesen, ne? Der Denker neben ihr auf dem Boden muss die Mordwaffe sein. Ja, genau. Macht ja auch am meisten Sinn in der Situation. Okay, der Denker zugriff hat sie hinzugefügt. Alles klar. So. Und neben dem Körper der Chefin liegen ein paar Glasscheren. Okay. Müssen vor der Stehlampe sein, die hinter dem Zimmer gesprochen wird. Genau. Glasscheren zugriff hat sie hinzugefügt. Es gibt hier sonst keine weiteren Spuren. Warte mal. Ein Stück Papier. Das war doch vorher gar nicht da. Also. Als ich dann natürlich die Chefin da gesehen habe, war natürlich das Papier sofort dort. Aber, ja.
Anscheinend. Hier kamst du irgendwie später. Ein Stück Papier, es muss mir aus der Hand gefallen sein. Was könnte das sein? Na, schauen wir uns das an. Mit Blut wurde ein Wort auf dieses Stück Papier geschrieben. Maya hat mir das geschrieben. Dieses Stück Papier ist die Quittung eines Kaufhauses mit Datum von gestern. Ne? Okay. Alles klar. Ich glaube, ich habe erstmal genug herumgeschnüffelt. Ich sollte besser die Polizei rufen. Und herausfinden, was dieses Mädchen hier wollte. Alles klar. So. Es tut weh, ihn zu sehen, aber ich muss es tun. Um Mias Willen. Sie bekam anscheinend mit einem stumpfen Schlag im Kopf. Genau. Sie war wahrscheinlich auf der Stelle tot. Ja, genau. Okay. Sonst im Büro, die befinden sich ein großes Gebäude. Das Hotel Gateway. Oh, ja, stimmt. Das Hotel ist direkt gegenüber von unserem, von meinem Büro. Also, genau. Nettes, luxuriöses Hotel. Ne? Okay, was haben wir hier? Okay, okay. Auch hier der Sessel der Chefin. Schlichtes, funktionales Design und man sitzt sehr bequem darin. Ja. Unfassbar. Okay. Dann wechseln wir hier mal die Seite. Okay. Wir können sofort die Polizei rumrufen. Guck mal, kann man hier alles untersuchen. Alter, voll cool. Okay. Well, in Realität habe ich natürlich sofort eher die Polizei gerufen, bis die kam halt hier nochmal alles durchsuchen. Aber hier können wir uns ja erstmal Zeit nehmen. Erstaunlicherweise konnte die Chefin nie gut mit Maschinen umgehen. Das Einzige, wozu sie die Computer benutzen, waren E-Mails. Ja, ich hätte mich. Schon das Ziel. Sie hat diese alte Kiste ganz billig auf dem Flohmarkt erstanden. Aha. Das stimmt, ja. Hat sie mir damals erzählt, ja. Das Hauptbuch der Kanzlei Fay & Partner. Die Chefin hat alles mit ihrer super ordentlichen Handschrift eingetragen. Das ist eine kleine Kanzlei, aber sie bringt eine gute Stange Geld ein. Ja, okay, das bräuchte ich vielleicht nicht unbedingt erwähnen, aber egal. Alle wichtigen Dokumente der Chefin befinden sich hier. Ja. Hier hat sie ihre Fälle und kürzlich verkündete Urteile abgelegt. Ja, genau. Das ist auch immer sehr nützlich bei bestimmten Prozessen und so, ne? Das ist hier alles schön dokumentiert, ne? Das ist immer sehr nützlich, okay. Sonst, gut, das habe ich hier alles schon analysiert. Das alles schon untersucht. Ja gut, dann lass mal die Polizei anrufen. Gut, genau. Ist ja komisch. Am Hörer fehlen ein paar Schrauben. Ah, genau. Es sieht aus, als hätte jemand angefangen, ihn auseinanderzunehmen. Ist da die Polizei? Bitte, kommen Sie schnell! Was war das denn, ey? Jemand schreit draußen vor dem Fenster? Okay, sie starrt mich an. Sie hält ein Telefon in der Hand. Okay. Alles klar, also brauchen wir dann doch nicht die Polizei anzurufen, weil die das schon macht. Ja, aber okay. Genau, ich benutze es eher nicht, weil anscheinend fehlen da ein paar Schrauben. Sehr toll. Gut, jetzt habe ich hier alles gemacht. Die Polizei kommt auch jetzt in jeder Sekunde oder Minute. Das ist eigentlich relativ in der Nähe, das Polizeirevier. So. Okay, lass mal zu dem Mädchen gehen, ne, zu dem Kleinen. Das Mädchen von eben, genau. Wo ist sie hin? Die war doch gerade hier gewesen. Ich habe die doch hier auf dem Sofa. Genau. Ich habe sie doch genau dort hingelegt, auf das Sofa. Oh, oh. Ich hoffe, sie ist nicht abgehauen. Na, super. Oh, Alter. Voll erschrocken, ey. Erschreckt mich doch nicht so. Hm. Entschuldigen Sie. Aber wer sind Sie eigentlich? Schon gut. Ich arbeite hier. Maya. Maya Fay. Maya Fay? Maya? Also hat mir den Namen dieses Mädchen geschrieben. Vielleicht sollte ich ihr die Quittung zeigen. Hätte nie gedacht, dass mir so ein Beweismittel außerhalb des Gerichts nützen würde. Genau. So, das erste Mal. Mensch. So, erstmal reden. Sie steht wohl unter Schock. Ich will sie nicht zu. Okay. Verzeihung. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Ich kam rein. Das Zimmer war dunkel. Und meine Schwester. Also war sie bereits tot. Okay, alles klar. Noch irgendwas? Also, ist die Chefin ihre Schwester? Sie ist meine ältere Schwester. Und sie wollten sie hier besuchen? So spät am Abend? Ja, sie sagte, ich sollte Beweismittel für sie aufbewahren. Beweismittel? Ja, es ging um diese Uhr. Den Denker. Ah, okay, alles klar. Schon ein paar Informationen bekommen. Anwaltsmangel mache ich typischerweise, aber mache ich jetzt bei ihr nicht. Also normalerweise mache ich das immer so auf Spaß, meinen Anwaltsmarke zeigen, da habe ich ja hier auch, ne? Ja, okay, ja. Dann, präsentieren. Bevor sie starb, schrieb Mia eine Nachricht mit ihrem eigenen Blut.
Sie hat sie auf die Rückseite dieser Quittung geschrieben. Das ist mein Name! Warum? Warum sollte sie meinen Namen schreiben? Bitte, beruhigen Sie sich. Wieso sollte meine Schwester meinen Namen schreiben? Oh, da habe ich ja was angestellt. Super. Und die Polizei ist auch schon da. Okay, aha, alles klar. Die Polizei! Klingt, als kämen sie sich. Okay. Keine Bewegung, Polizei! Ah, Gumshoe. Wo sehen wir sich wieder? Okay. Okay, ich bin Inspektor Dick Gumshoe. Verstanden? Gumshoe? Merkwürdiger Name. Ja, hatte ich mir auch gedacht. Damals. Wir haben vom Gebäude gegenüber eine Meldung erhalten, verstanden? Jemand sagt, er habe einen Mord gesehen. Das muss die Frau gewesen sein. Ja, ja, genau, die ich gesehen habe. Mhm. Jedenfalls, keiner bewegt sich auch nur einen Zentimeter, kapiert? Großartig. Einfach nur großartig, ey. Maja, Moment mal. Sie würde doch nicht... Nee, sie würde nicht ihre eigene Schwester umbringen. Das glaube ich nicht. Ah! Entschuldigen Sie! Was ist denn jetzt? Nee. Das Wort hier, Maja, sagt Ihnen das was? Das ist mein Name. Was? Dieses Wort hat das Opfer mit seinem eigenen Blut geschrieben. Mit ihrem letzten Atemzug hat sie den Namen des Mörders aufgeschrieben. Alter, dein Ernst, Gumshoe, ey. Als ob wir hier in so einem TV sind. Fang los, sie kommt mit dem aufs Revier, Madame. Aber was? Alter, ernsthaft, Gumshoe? Ach, ey, na super. Maja, Mias jüngere Schwester wurde an Ort und Stelle verhaftet. Könnt ihr das vorstellen? Meine lieben Zuschauer, beziehungsweise Bros und Rosins. Das ist unglaublich, ey. Ich musste zur Befragung mit und kam erst am nächsten Morgen wieder raus. Ja. Das ist ganz typisch bei der Polizei, aber ja. Meine Lieder waren schwer, aber ich konnte nicht schlafen. Ich saß herum und wartete, bis die Besuchszeit im Untersuchungsgefängnis anfing. Ich musste so bald wie möglich mit Maja sprechen. Genau. Okay, ah, the Detention Center. Ja, ja, ich erinnere mich. Ah, ja, der Besucherraum, genau. Oh je, sie haben die arme Maja wie eine Kriminelle eingesperrt. Alter, unfassbar, das ist noch ein kleines Mädchen und ihr... Also, was heißt ihr kleines Mädchen? Ich sage immer kleines Mädchen im Sinne von junges Mädchen halt, ne? Sie ist ja erst 17 oder so. Also, damals. Ja. Oh, Sie sind's, der Anwalt. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sieht sehr müde aus. Werden Sie mein Anwalt sein? Gut, genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Ja klar, selbstverständlich. Das Wichtigste zuerst. Ich muntere sie besser auf. Ja klar, natürlich. Ihr Kopf hoch. Wirklich? Oh ja, habe ich was Falsches gesagt? Sie sieht trauriger aus als zuvor. Was ist denn los? Glauben Sie nicht, dass ich es schaffe? Nein, niemand wird es schaffen. Super. Wer würde mir denn glauben? Sogar Sie, als Sie mich im Büro fanden. Sie sahen mich an, als hätte ich es getan. Habe ich sie so angeschaut? Das kann doch nicht... Okay. Nein, nein, ich habe nie geglaubt. Schon gut, ich verstehe schon. Und ich habe auch von Ihnen gehört. Gehört? Was haben Sie denn über mich gehört? Ich habe neulich mit meiner Schwester telefoniert. Okay. Ah, ja, meine Chefin, okay. Heute hat er mein Junior-Partner... Ernsthaft? Du nennst mich Junior-Partner? Okay, wie auch immer. Seinen ersten Auftritt vor Gericht. Wow, echt? Wie ist es gelaufen? Es war einfach großartig. Mhm. Ehrlich, ich war die ganze Zeit über angespannt. Ist schon eine Weile her. Ha, also ist er mit wehenden Fahnen untergegangen? Er ist ein Genie. Okay, danke schön. Einer von den Typen, die Bösen das Fürchten lehren. Oh, okay. Erstmal Komplimente von ihr auf diese Art und Weise. Habe ich nie gehört so direkt. Krass, okay. Das Einzige, was ihm fehlt, ist Erfahrung. Ja, damals muss sie natürlich Erfahrung sein, das stimmt. Hat ja vor kurzem da begonnen, zu dem Zeitpunkt. Hey, klingt, als ob du dich prächtig amüsiert hast. Immerhin weiß ich jetzt, zu wem ich gehe, sollte ich je in Schwierigkeiten geraten. Ich weiß nicht, Maja. Was zum? Ich denke, du solltest besser warten. Lass ihm noch 3 Jahre Zeit. Alles klar, okay, natürlich. Es sei denn, du willst für schuldig befunden werden. Ja, Alter, so wenig Vertrauen. Okay, na gut. Was soll man machen? So viel dazu also. Das hat sie gesagt. Ja. Tut mir leid. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Nein, schon gut. Ich denke, es stimmt. Trotzdem, ich kann nicht da sitzen und zusehen. Wenn ich an die Person denke, die mir das angetan hat. Ich weiß. Okay.
da gibt es noch etwas, das ich Sie fragen wollte. Ja? Was hat es mit Ihrer Kleidung auf sich? Stimmt. Ach die, das ist die typische Kleidung von uns alle... what? Akolyten? Achso, ja, okay. Eine Uniform könnte man sagen. Akolyten? Leute in religiöser Ausbildung? Was genau hat das mit Ihnen zu tun? Oh, das ist nichts Besonderes. Ich bin ein Medium in der Ausbildung. Medium? Bei mir würde das als etwas Besonderes gelten. Okay. Also sind Sie ein Akolyt, ein Medium in der Ausbildung? Genau. Die Frauen der Familie Fey waren schon immer sehr mit der Geisterwelt verbunden. Moment, Sie sagten Familie Fey? Also hatte Mia auch damit zu tun? Natürlich! Sie verließ den Berg, um ihrer Karriere zu befolgen. Zu folgen, wie sie sagte, okay? Ihre Kräfte waren ebenfalls hervorragend. Das wusste ich nicht. Das stimmt, ich wusste das echt nicht. Warten Sie. Was ist denn? Sie sind also ein richtiges Medium, mit übernatürlichen Warnungen und all dem? Ja, in der Ausbildung. Nun, dann könnten Sie doch mit Mias Geist Kontakt aufnehmen, oder? Da können wir Sie einfach fragen, wer sie getötet hat. Weißt du, so einfach geht's. Entschuldigung. Ich bin noch in der Ausbildung. Auf diesem Niveau kann ich noch nichts machen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Okay. Gut, dann erzählen Sie mir mal ein bisschen mehr über den Tag des Mordes. Können Sie mir Näheres vom Tag des Mordes sagen? Ja. Mal sehen. An dem Morgen hat mich meine Schwester angerufen. Sie bat mich, ein Beweisstück für Ihnen, für einen Ihrer Prozesse aufzubewahren. Ein Beweisstück, hä? Okay. Ja, eine Uhr, die aussieht wie der Denker. Die Lehre gemacht hat. Okay. Wie kann die denn ein Beweisstück in einem Prozess sein? Ja, richtig. Sie hat da was erwähnt. Jetzt weiß ich es wieder. Wollen Sie es von ihr selbst hören? Von ihr selbst? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gespräch noch auf meinem Handy ist. Oh, Sie haben es aufgenommen. Ja, ich habe es vergessen, wie man solche Sachen löscht. Okay, dann zeigen Sie mal her. Sie sagten, Sie hätten Ihr Gespräch mit Ihrer Schwester auf Ihrem Handy aufgezeichnet. Kann ich es mal hören? Einverstanden. Okay. Okay, let's go. Oh, da fällt mir ein, dass dieser Kommissar mein Handy mitgenommen hat. Tut mir leid. Oh, ja, natürlich. Wenn ich Inspektor Gumshoe das nächste Mal treffe, frage ich ihn danach. Ich schreibe Ihnen eine kleine Notiz, damit Sie das nicht vergessen, okay? Ja, sicher. Danke. Okay. Alles klar. Ja? Stimmt was nicht? Ich frage mich nur, könnte ich Sie um einen Gefallen bitten? Das ist die Adresse eines berühmten Anwalts. Meine Schwester hat sie mir vor langer Zeit gegeben, okay? Sie hat gesagt, dass ich ihn anrufen soll, falls ich jemals in Schwierigkeiten gerate. Und nun, ich stecke in Schwierigkeiten. Können Sie ihn vielleicht fragen, ob er mich vertreten könnte? Ich würde ja eher Sie ja eher ne, verteidigen, nicht irgendjemand anderes, aber... Okay, dann mache ich das. Klar, wieso nicht? Ich werde ihn fragen. Vielen, vielen Dank. Ich habe sonst niemanden, an den ich mich wenden kann. Okay. Was ist mit Ihren Eltern? Ich verstehe. Okay. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich drum. Vielen Dank. Die Verhandlung ist morgen um 10. What? Morgen? Oh, okay, morgen. Was ist, wenn dieser Typ ablehnt? Sie sagten, wenn ich niemanden finde, wählt der Staat einen Verteidiger für mich. Bis wann haben Sie Zeit dafür? Bis heute Nachmittag, 16 Uhr. Alter, jetzt muss ich mich noch beeilen. Okay, und die Besuchszeit ist fast vorbei. Ich sollte mich beeilen. Okay, gut. Ich bin bald wieder da. Okay. Hä? Der Tag des Mordes, haben wir das nicht schon erwähnt? Lass mal kurz gucken. Ist ja ein bisschen komisch, das gerade hier von der Simulation hier. Können Sie mir vom Tag des Mordes erzählen? Tut mir leid, ich weiß, dass es sehr schwer für Sie sein muss. Nein, das ist schon in Ordnung. In den letzten Stunden habe ich nichts anderes getan, als darüber zu reden. Ich habe mich daran gewöhnt. Mal sehen. Okay, das haben wir schon. Das haben wir schon. Das haben wir schon gesehen. 9 Uhr, das Licht ist aus und auch ist nach Blut. Okay. Dann habe ich sie angerufen, meine Schwester. Okay. Danke, Maya. Das ist alles, was ich für. Okay. Gut, das haben wir eigentlich schon gehört. Gut. Okay, gut, dann lass mal hier. Lass mal zurück zum. Warte mal, bevor wir hier weitermachen, ne? Oh mein Gott, Alter. Der Part ist schon vorbei. Ach toll, super. Na gut, dann ist es halt so. Dann beende ich mal den ersten Part hier, meine lieben Zuschauer. Ach ja, meine lieben Browser-Musins. Und ja, setzen das Let's Play im
nächsten Part vor. Und genau. Und setzen halt den Part im nächsten Part vor. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Börsenmusiz. Ja. Macht's gut und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, das war euer Rechtsanwalt Sascha White. Macht's gut. Ciao!